Mahlzeit, meine lieben Weltraumfreunde. Herzlich willkommen zu einem kleinen Video zu No Man's Sky, in dem ich euch etwas zu dem Meilenstein extremes Überleben erzählen will. Wir gucken uns den hier mal an. Da ist er, extremes Überleben. Im Moment habe ich 6,3 Sols unter extremen Bedingungen überlebt. Es geht in diesem Meilenstein um die, wenn ihr letztendlich die Goldtrophäe haben möchtet, geht es darum, 32 Sols unter extremen Bedingungen zu überleben. Und es gibt da so ein paar Dinge, die ihr beachten müsst, weil die Trophäe ziemlich nervig ist. Zum einen, der Planet muss extreme Bedingungen haben. Das seht ihr hier unten links an dieser Anzeige, da steht Extreme. Und das muss auf jeden Fall da stehen, ansonsten zählt es sowieso nicht. Das sind halt die extremen Bedingungen, unter denen ihr überleben müsst. So, dann dürft ihr diesen Planeten nicht verlassen. Ihr dürft zwar rumlaufen, ihr dürft auch rumfliegen, ihr dürft euch in irgendwelche Häuser stellen, alles kein Problem. Aber ihr dürft die Atmosphäre dieses Planeten nicht verlassen, denn wenn ihr das tut, gucken wir hier nochmal gerade rein, dann würden die 6,4 Sols, die ich jetzt überlebt habe, wieder zurückgesetzt werden auf 0. Selbst wenn ihr auf einem anderen Planeten, auf einem anderen extremen Planeten landen würdet, würde das hier wieder ab 0 anfangen zu zählen und würde dann erst wieder bei auf 6,5 springen, nachdem ihr auf dem neuen Planeten bereits 6,4 Sols wieder überlebt habt. Das heißt, ihr müsst diese Trophäe an einem Stück, also auf einem Planeten machen, an einem Stück nicht. Ihr könnt zwischendurch speichern und das Spiel auch verlassen, das ist kein Ding. Aber ihr dürft diesen Planeten halt nicht verlassen. Das ist das Wichtigste. So, dann heißt es bei manchen Leuten, dass man diese Trophäe oder dass dieser Meilenstein auch weiter zählt, wenn man sich in Gebäuden befindet. Ich kann das persönlich nicht bestätigen. Ich weiß nicht, ob das mit einem Patch mal geändert wurde, dass es vielleicht am Anfang mal so war, aber ich habe das selber mal ausprobiert. Wenn ich in einem Gebäude stehe, zählt es nicht weiter. Darum stehe ich jetzt hier auf einem Handelsposten und muss mir alle 5 Sekunden Temperatur stabilisiert sich anhören. Das sind nicht mal 5 Sekunden. Denn dieser Handelsposten ist draußen. Das heißt, ich stehe im Prinzip wirklich unter extremen Bedingungen draußen in der Natur sozusagen. Aber es ist halt überdacht. Es ist genauso, als ihr könnt das auch in der Höhle beispielsweise machen. Aber es ist halt keine Tür, die das Ganze hier, die mich irgendwie von diesen extremen Bedingungen abschirmt. Nur wichtig ist, ich stehe hier an einem ganz bestimmten Punkt. Ihr seht da unten diesen extremen Balken, der immer so ein bisschen sich nach links und nach rechts bewegt. Das ist wichtig, weil wenn ich jetzt rausgehen würde, ich kann das hier mal gerade machen, und würde mich hier hinstellen, dann seht ihr, der Balken geht nur runter und er regeneriert sich halt nicht von selber. Das heißt, irgendwann würde der komplett im Keller sein und dann würde meine Heals drunter leiden. Und ich würde irgendwann sterben, und das ist nämlich auch noch ein entscheidender Punkt, ihr dürft nicht sterben. Das Ganze, diese 32 Sols, müssen an einem Stück geschafft werden und auch mit einem Leben geschafft werden. Das heißt, ihr dürft während dieser Trophäe nicht sterben. Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde, so habe ich es zumindest mal gemerkt, dann guckt ihr mal unten auf die Temperaturanzeige, die bleibt jetzt nämlich bei 19 Grad. Und der Balken füllt sich jetzt so langsam wieder und geht auch nicht weiter runter. Nur wenn ich hier jetzt über längeren Zeitraum stehe, dadurch, dass ich diese 19 Grad jetzt habe, ist es das gleiche Problem, was ich auch hatte, als ich in einem Gebäude stand. Irgendwann wird dieser Extrembalken verschwinden und ich werde nur ein ganz normales Wetter quasi angezeigt kriegen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dann wirklich noch als hier jetzt nämlich, da seht ihr, das Extreme ist nämlich jetzt weg. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dann noch weiter zählt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Darum stelle ich mich immer an diesen Safe Spot hier quasi. Dann, damit der Balken so ein bisschen gleich bleibt. Ich muss jetzt noch mal gucken, ein Stück wieder zurück. Ich muss das immer so ein bisschen anpassen. Immer noch zu weit draußen. Dass der Balken halt nicht weiter runter geht, sondern quasi immer gleich bleibt. So ein Stück zurück, dann wieder auflädt, wieder ein Stück zurück, wieder auflädt. Aber dass nicht die Gefahr besteht, dass ich sterbe.
Das ist das Wichtigste, denn so wie der Punkt jetzt ist, so wie ich jetzt stehe, habe ich immer extreme Bedingungen. Ihr seht das an der Temperatur, die schwankt immer zwischen 200 noch was und 56. Das heißt, sie geht immer hoch und wieder runter. Das heißt, dieser Extrembalken verschwindet nicht. Und er entlädt sich aber auch nicht. Das ist das Entscheidende. Das heißt, ihr seid an diesem Punkt auf jeden Fall safe. Ihr werdet nicht sterben. Das heißt, ihr könnt die Konsole laufen lassen, könnt irgendwas anderes machen. Und ihr müsst ungefähr 8 Stunden hier stehen bleiben, um diese Trophäe zu kriegen. Ihr könnt euch, wie gesagt, auch natürlich bewegen auf dem Planeten. Ihr dürft ihn halt nur nicht verlassen. Aber wenn ihr die Konsole über Nacht laufen lassen wollt, beispielsweise, um diese Trophäe zu kriegen, dann macht es so wie ich jetzt hier. Bleibt an dieser Stelle stehen, dann ist alles gut. Ihr müsst nur hin und wieder eure Lebenserhaltungssysteme aufladen. Das heißt, am besten installiert ihr euch diese Lebenserhaltungsmodule, die die Energie der Lebenserhaltungssysteme erhöhen. Ich habe jetzt 2 davon. Ich habe einmal Sigma und einmal Tau. Ich weiß nicht, ob die Dinger stacken. Ich bin mir da nach wie vor nicht sicher. Ansonsten installiert euch halt nur Tau. Das macht plus 3. Und dann hält das auf jeden Fall ein Weilchen. Ich denke mal so 2-3 Stunden auf jeden Fall. Und dann muss man halt gucken, ob man dann sich einen Wecker stellt, um die Lebenserhaltungssysteme wieder aufzuladen. Ich weiß es nicht. Es ist eine scheiß Trophäe. Man muss das ungefähr 8 Stunden, so habe ich es gehört, muss man das durchziehen, damit man diese Trophäe kriegt. Ihr müsst es natürlich nicht so machen, ihr müsst nicht hier stehen bleiben, ihr könnt euch, wie gesagt, bewegen, ihr könnt euch frei auf dem Planeten bewegen. Wir können gerade nochmal hier uns die Werte angucken. Wir sind jetzt bei 6,7 und ihr könnt auch zum Beispiel jetzt in das Schiff hier gehen, um das Spiel einmal zu speichern, einmal rein und einmal wieder raus. Dann speichert er das Spiel. Das ist auch kein Problem, das könnt ihr machen. Dann stellt ihr euch wieder hin und alles ist wieder cool. Das heißt, wenn ihr doch mal irgendwie sterben solltet, dann habt ihr wenigstens einen Speicherstand, um das Spiel wieder an der Stelle fortzusetzen. So, hier ist mein Safe Spot. Und naja, das dann dazu. Ich melde mich dann nochmal wieder in ungefähr 8 Stunden, wenn ich diese Trophäe soweit habe, dass ich hier kurz vor meinen 32 Solz bin. Wird noch ein bisschen dauern. Aber das erstmal vorneweg. Das sind die Sachen, auf die ihr achten müsst. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich funktioniert, dass man in einem Gebäude stehen bleibt. Bei mir war es halt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, so, wie ich es auch gerade gezeigt habe, dass dieser Extrembalken dann irgendwann verschwindet und ich mir nicht sicher bin, ob das dann noch als extreme Bedingungen zählt. Testet es aus. Ansonsten macht es so wie ich. Stellt euch hier auf den Handelsposten. Das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, diese Trophäe zu kriegen. Und dann melde ich mich nochmal, sobald ich sie denn habe. Bis dahin. Mahlzeit. Ein kleiner Zwischenstand. Diese ganze Aktion läuft jetzt hier ungefähr 6 Stunden. Ihr seht, ich stehe immer noch hier. Ich habe mich nicht großartig bewegt. Ich bin hin und wieder mal ein bisschen rumgelaufen, einfach weil mir sonst zu langweilig war. Aber ansonsten lief die PS4 einfach nur nebenbei im Hintergrund. Und wie gesagt, 6 Stunden sind wir jetzt dabei und wir sind bei 27,9 Solz. Unermüdlich, haben inzwischen Level 8 erreicht. Den nächsten gibt es sofort bei 28. So lange können wir ja gerade doch das Ganze mitnehmen hier. Ich kann auch ein bisschen rumlaufen. Kann auch gerade nochmal speichern. Und ich denke, dann dauert das noch so 2 Stündchen. Und dann haben wir unsere Goldtrophäe. Also wie gesagt, wie ich... ich finde, das ist eigentlich so die einfachste Art und Weise, diese Trophäe zu schaffen, wenn man sich an so einen Handelsposten stellt. Wie oft habe ich jetzt meine Lebenserhaltung aufgeladen? Gar nicht so oft. Also sie war, das Maximum, was sie runter war, war glaube ich auf 70%. Also ich habe aber jede 1,5-2 Stunden, ja, es ist übertrieben, ich sage mal jede Stunde, habe ich mal kurz reingeguckt und habe wieder ein bisschen nachgetankt. Aber
Ich denke, so 3 Stunden sollte das auf jeden Fall halten. Na, hast du hier irgendwas Schönes für mich? Okay, so, wir stellen uns hier wieder hin und lassen es noch, ich denke, 2 Stunden Maximum. So lange lassen wir es noch gerade laufen. Jetzt muss ich meinen Sweet Spot erstmal wiederfinden. So, und gleich kommt der Reisemeilenstein. Und dann können wir hier endlich einen Haken hintermachen. Die letzten beiden Sachen, die mir dann noch fehlen, das sind einmal Raumschiffe zerstören und warpen. Das kommt ja quasi von selber. Nur diese extremen Bedingungen überleben hier, das ist halt was, was man nicht nebenbei macht. Vor allen Dingen, weil man es alles am Stück auf einem Planeten machen muss. Von daher musste man jetzt einmal in den sauren Apfel beißen und musste einen Tag quasi verschenken dafür. Oh, das sieht auch schön aus hier. So, ich warte jetzt noch auf meinen Reisemeilenstein. Da ist er. Okay. 28 soll es. Es fehlen noch 4. Also ich habe, meine ich, für die ersten 4 habe ich ungefähr 1 Stunde gebraucht. Von daher 2 Stunden werde ich nicht mehr brauchen. Ich denke, ab 28 sind es noch so ungefähr. Ist es noch ungefähr 1 Stunde. So, hier können wir stehen bleiben. Alles klar. Den letzten gibt es dann in 4 Solls auf 32 und das ist dann auch das Finale. So, dann, wenn ich dann da bin und dran denke, kann ja auch sein, wie gesagt, ich lasse die Playse im Hintergrund laufen. Von daher kann sein, dass ich es gar nicht mitkriege, wenn ich den Meilenstein dann letztendlich mache, aber ich hoffe doch. Und wenn dem so ist, dann mache ich dann auch wieder ein kleines Video. Und dann schauen wir mal. Bis dahin, ciao. So, Mahlzeit, da bin ich wieder zurück mit No Man's Sky. Ihr seht, ich stehe immer noch an der gleichen Stelle, ich stehe immer noch auf meinem Handelsposten und wir schauen mal in die Reisemeilensteine rein und da seht ihr, ich bin bei 31,8, was das extreme Überleben angeht. Mir fehlen noch 0,2 Solls und bei diesen 0,2 Solls lasse ich euch jetzt einfach mal teilhaben. Ich fasse nochmal zusammen, worauf wir achten müssen. Oder worauf ihr achten müsst, wenn ihr diese Trophäe haben wollt. Wachturm heißt sie, glaube ich. Also der Reisemeilenstein heißt unverwüstlich. Und ich glaube, die Trophäe hieß der Wachturm. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Es geht darum, unter extremen Bedingungen zu überleben. Das heißt, das erste, worauf ihr achten müsst, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, ist, dass der Planet extreme Bedingungen hat. Das seht ihr hier unten links. Da muss halt extrem stehen. Das nächste, worauf ihr achten müsst, ist, ihr dürft den Planeten nicht verlassen. Ihr müsst diese 32 Solls an einem Stück abarbeiten. Ihr müsst natürlich nicht, wie ich jetzt, das Ganze über 7 Stunden laufen lassen, sondern ihr könnt zwischendurch auch gerne speichern und das Spiel verlassen. Glaube ich zumindest, dass ihr das könnt. Wäre eigentlich dumm, wenn es nicht so wäre. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe stark davon aus, dass ihr zwischendurch auch mal speichern könnt und dann wird beim nächsten Laden von da weiter gezählt. Wenn ihr jetzt den Planeten allerdings verlassen würdet, was jetzt bei 31,9 nicht ärgerlich wäre, und würdet auf einem neuen Planeten landen, dann würde er wieder bei 0 anfangen zu zählen und ihr müsstet tatsächlich nochmal diese 7 Stunden warten. Das heißt, ich darf mir jetzt hier keinen kleinen Fehler mehr erlauben, aber das sollte eigentlich jetzt nicht mehr passieren.
Gut, worauf müsst ihr noch achten? Eigentlich auf nichts. Worauf ihr vielleicht noch gucken müsst, das weiß ich aber einfach nicht ganz genau, ist, ob ihr diese Trophäen auch kriegt, beziehungsweise ob er weiterzählt, wenn ihr in Gebäuden steht. Ich glaube nämlich, dass er das nicht tut. Ich glaube, das ging früher mal, aber es wurde rausgepatcht. Ich bin mir allerdings wirklich nicht sicher. Das heißt, stellt euch einfach mal in ein Gebäude und guckt dann hin und wieder mal hier auf eure Daten, ob er hier weiterzählt oder nicht. Bei mir hat er es nicht getan. Darum stehe ich jetzt hier in einem Handelsposten. Ihr könnt auch eine Höhle nehmen. Hauptsache, ihr seid nicht durch eine Tür von den extremen Bedingungen getrennt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Aber bei mir hat er komischerweise in Gebäuden nicht weitergezählt. Genauso im Raumschiff. Wenn ich jetzt mich ins Raumschiff setzen würde, würde er da, glaube ich, auch nicht weiterzählen. Das heißt, guckt einfach am besten drauf, dass ihr wirklich draußen seid. Und im Idealfall, dass ihr irgendwie ein Dach über dem Kopf habt. Das kann eine Höhle sein, das kann hier so ein Handelsposten sein. Aber wie gesagt, in Gebäuden und in Schiffen zählt es entweder nicht oder es zählt langsamer. Ich habe jetzt die Play so laufen seit ungefähr 7 Stunden. So lange stehe ich jetzt hier an dieser Stelle und arbeite im Prinzip an dieser Trophäe. Also nur damit ihr ungefähr wisst, wie lange es dauert. Und ich denke, jetzt haben wir es dann auch gleich. Ich laufe jetzt hier noch so ein bisschen hin und her. Guck mir dieses schöne Schiff da oben an. Hin und wieder müsst ihr eure Lebenserhaltungssysteme aufladen. Das macht ihr hier über euren Exo-Anzug. Diese Lebenserhaltung müsst ihr hin und wieder mit Isotopen versorgen. Installiert euch, auch das habe ich vorhin schon mal gesagt, installiert euch so ein Lebenserhaltungsmodul. Dann braucht ihr es nicht so oft aufladen. Und da ist der Wachposten. Da haben wir sie bekommen. Gucken nochmal rein. Unverwüstlich heißt der Reisemeilenstein 32 Solz unter extremen Bedingungen überlebt. Haben wir geschafft. Jetzt fehlen uns noch 2 Stück für die Platin-Trophäe. Beziehungsweise erstmal noch die Silbermedaille, die Silbertrophäe. Raumschiffe zerstören und warpen, aber das kommt ja alles so im Laufe des Spiels. Nur diese Trophäe kriegt man halt nicht nebenbei, da muss man tatsächlich ein bisschen für arbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Lasst doch bitte ein Abo da und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und viel Spaß mit meinen anderen No Man's Sky Teilen. Schaut auf jeden Fall weiter rein. Ciao.